jetzt ein Boot mieten und gehen gleich auf See. Okay. Wir sind jetzt wieder hier am Boot-Rental. Gleich werden wir uns schön unser Bötchen holen. Wir sind schon ein bisschen spät dran. Es ist schon kurz nach 8. Wir wollten eigentlich um 8 Uhr das Boot schon haben. Aber das geht schon klar. Wir haben auf jeden Fall alle mega Bock. Ja, sehen uns gleich, würde ich sagen. Okay. Wir sind jetzt im Boot. Wir haben das schöne Boot. Ja, ich bin Captain Hannes, weil ich alles unterschrieben habe. Und ich würde mal sagen, kann losgehen, oder? So, wir sind jetzt auf dem Boot. Ja, das ist unser Captain heute. Fährt. Alex, mach die Navigation. Gerade falsch gefahren. So sieht das hier überall aus. Also. Das ist ein Leben. Besonderes, Alex gräbt sich ein. Prototype like 3 stacks on that CD. An example of the perfect candidate now. So, wir sind jetzt fast da. Ich gehe mal nach vorne. Zeig mal ein bisschen, wie das hier aussieht.
schlecht. Wir sind jetzt ungefähr eine Stunde gefahren. In 5 Stunden müssen wir das Boot wieder abgeben. Zwischenzeitlich sind wir nach Utah reingefahren. Und nachher geht's ans Klippenspringen. Willst du nicht mitbekommen, wo wir lang fahren? Also, wir sind jetzt nicht mehr am Boot, wie man sieht. Haben wir jetzt so eine kleine Wanderung. Die sieht schon ganz nett aus und da vorne sieht man auch schon nicht mehr. Viel zu spät. Auf jeden Fall ist es mega warm, wenn man nicht im Boot ist, wenn man den Fahrtwind nicht hat. Stimmt, gefühlte 30, 35 Grad. Ja. Hoffen wir, dass wir keinen Sonnenbrand bekommen. Da am Ziel des Mini-Hikes angekommen. Und ich würde mal sagen, das sieht nicht schlecht aus. Schmeckt auf jeden Fall. Schmeckt. Ich sag mal so. So. Okay, wir fahren jetzt mal zu einem schönen Spot hier, wo Janis und Sam jetzt gleich springen werden. 17 meters! Are you going to jump it? Of course! Oh shit. 17 meters and they jump it. Crazy. Yeah, come on. 17 meters. It's crazy. Arms! He's okay. Are you okay? Woohoo! Yes! Woohoo! Oh my god! Did it hurt? That was fucking sick! Woohoo! Yeah. Are you filming? Yeah, yeah. Janis, we're filming. Ready when you are. Ready? Go! Arme! Nice, it was fucking good. 17 meters. There they are. They have to go all the way over there for this jump. How are you feeling after the 17 and a half meter jump? Where's the 30 meter? Are you sure it's deep enough? Yeah, it looks deep. Okay. Arms!
Alex hat diesen Sprung auch gerade schon gemacht. Der ist ungefähr. Warte! Der ist ungefähr 16 Meter, 16,5 Meter. Ich habe den nicht gemacht, ich habe nur 14 Meter gemacht. Jan, das wird jetzt springen. Okay. Sam, jump! Then I come with the boat! Sam, oh. Easy for you. Wie schön man gehört. Naja, 16 Meter, keine Industrie. Oh, my asshole! This is what happens when you put your arms out. Bring this one closer. It's all blue. How many meters are there? More than 10 of his asshole in the moment. Sam is pushing water out of his leg. Asshole. Because Whoa. He split his leg when he okay. jumped in from this high. And now Why he is brown fucked. On your lower leg? No, I'm kidding. Sam's virginity was gone by water. Was taken by water. By Lake Paul. Oh, okay, let's go. Fairway. Janis said it's 6 meters, but it's... I think it's higher. Ich glaube auch, es ist viel höher. Ich kann das bloß nicht mehr einschätzen, weil der gerade so hohe Sprünge gemacht hat. Auf jeden Fall wird er das jetzt backflippen. I'm filming! Ready? Yes! No wake zone. Okay. Bin jetzt an der Tanke. Wir müssen das Ding wieder auffüllen und dann bringen wir es zurück. So, wir sind jetzt hier angekommen. Tag ist noch nicht vorbei. Blend oder Benz. Und das ist so, das machen wir einfach noch so am Tag, weil wir gerade noch so Zeit gefunden haben irgendwie. Sind wir ja kurz hier vorbeigefahren. Waren nur 5 Meilen. Hi. Jetzt nehmen wir uns nochmal die halbe Stunde, um das zu machen. Ich glaube auf jeden Fall, das lohnt sich. Hi. So. So, wir sind jetzt hier angelangt bei unserem letzten Ziel. Janis, was sagst du zu dem Ausblick? Kann man sich geben. Ist gut? Sieht nicht so gut aus. Ja, das ist okay. Zeigen wir mal. Das ist auf jeden Fall ein guter Ausblick. Nicht schlecht. Das ist auch ein guter Tag. Tagesende, genau. Nachher fahren wir noch zum Bryce Canyon. Das war's dann. Das war bis jetzt der beste Tag, würde ich sagen. Ja. Das ist der beste Ausblick. Der teuerste. Teuerste natürlich auch.